Ja, die Mauerfall, das war ein Donnerstag, der 9. So, und wir hatten zu dem Zeit von der Brigade durch von einem Arbeitskollegen, der Bruder, der hatte im Osterzgebirge, der konnte da so ein Heim, der konnte das besorgen für uns, für ein Wochenende, dass wir da hinfahren von der Brigade. Wir waren 11 oder 12, ich kann mich nicht mehr genau, aber 11 oder 12 Pärchen, ja. Und dann haben wir uns Freitag früh getroffen an der Autobahn um 9. Jeder ist da mit seinem Auto gefahren, mehr oder weniger, ja. Ich hatte noch einen mitgenommen, so. Und dann sind wir da, und dann sind wir in Osterzgebirge runtergefahren. Sonst habe ich das bloß im Radio verfolgt. Ich bin nicht gleich so verrückt und hat mir da den anderen angeschlossen drüber oder so. Ja, wir sind erstmal schön da runtergefahren, alle, die wir da waren und wo wir Sonntag zurückgekommen sind. Ja, wir haben ja schon, wo wir hingefahren sind, haben wir gesehen auf der Autobahn, uns immer Autos entgegen. In die Gegenrichtung da runter zu. Ja, wir mussten da durch Dresden durch und so. Da haben wir immer, ich denke, was ist denn hier los? Da standen Schlangen, aber die waren am Polizeirevier. Die wollten sich da ihren Schein holen, dass sie nach Berlin rennen. Das ging ja vorher ja nicht, ja. Wir durch Dresden durch und auf der Rücktour, denn, naja, wo wir zurückgekommen sind, Sonntag sind wir zurückgekommen, Oberbaumbrücke rin, Himmel und Menschen, wa? Ich habe da noch einen rausgeschmissen, da, der ist ausgestiegen, den Weg nach Hause, ja. Und dann sage ich, Mensch, zu meiner Frau, du, ich werde mal Bodo anrufen, wa? Der wohnte unten am Kurfürstendamm. Ich sage, Bodo, ist bei dir der ganze Besuch schon weg, oder weniger, wa? Sagt er, ja, Mensch, Otter. Ich sage, ich komme nachher mal rum, wa? Wir kommen mal rum, wa? Und dann sind wir schön gemütlich, sind wir hier, ja, hier sind wir rübergegangen, Bernauer vorne, ja. Eberswalder hinten gekommen, Bernauer rüber weg, haben wir uns einen Stempel geholt, einen Ausweis, ja. Keiner hat angestanden, U-Bahn runtergefahren. Wo wir denn bei denen um 10 rausgekommen sind, bei Bodo, um eine Ecke eine Post. Ich sage, Mensch, die ist noch oft drin. Haben wir unser Begrüßungsgeld gekriegt, brauchten auch nicht anstehen wie die anderen alle. Wa? Schwuppdiwupp, war ein schöner Tag gewesen. Ja? Und die anderen, die haben sich bald gekeilt da, die haben stundenlang gestanden oder sonst was. Und bei uns ist alles schön ruhig über die Bühne gegangen. Außerdem wollen wir mal so sagen, viele, die zuerst rübergegangen sind, haben ja auch gedacht, das wird wieder zugemacht, mehr oder weniger. Ja? Die haben ja Angst gekriegt, ja, dass das vielleicht bloß mal ein Tag oder so ist, dass denn die Russen wieder rinkommen. Ja? Die waren ja noch in Deutschland, das waren ja noch 500.000 oder wie viele Russen hier. Und die das dann wieder abgesperrt hätten. Ja? Und da haben sie sich gedacht, Mensch, dann bleiben wir mal gleich drüben. Wa? Aber das war dann nicht mehr aufzuhalten. Wa? Das war ja.